Einen wunderschönen guten Metal, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei einem neuen Video auf dem Arni, sein Kanal. Euer Lieblings-Arni. Ihr kennt nur einen. Und das ist auch gut so. Ihr Süßen, ihr wunderschönen Menschen. Wir schauen uns heute einen Streamen an. Und zwar eine streamende Zusammenfassung vom lieben Rendern hochladen. Wie immer, wenn wir was von Rendern hochladen schauen, gucken wir mal kurz über das Overlay, weil das einfach immer wunderschön ist. Ich stecke da sehr viel Arbeit rein. Hier das Notruftelefon mit Herr Müller. Die Freundin ist weg, leider. Schade. Neuer Gumpel ist aber da. Was ist das, die Zuckerwattenmaschine? Ja, Rechner zusammenbauen, Digimon-Musik, Sparschwein. Ist alles herrlich, ne? Es ist alles wunderschön. Logische Zeitschrift. Junge. Der hat's aber auch. Der rennt dann hochladen. Der hat's faustdick hinter den Ohren, Freunde. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Dieser Ehrenbruder. Dieser absolute Ehrenbruder. Leute, wir gehen mal direkt rein ins Video. Ich mache noch ganz kurz Werbung, ja, für die, die jetzt vorspulen wollen. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne einen Kommentar da. Das würde mir sehr helfen und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, ne? Ihr wisst schon. Abfahrt. Jetzt aber Abfahrt hier. Eigentlich hätte ich vorher gar nicht zu streamen, aber mir gedacht, ich mache jetzt halt doch mal schnell. Ja, das ist die beste Einstellung, mit der du in so einen Stream gehen kannst. Also ich freue mich immer drauf auf einen Stream. Ich streame fast jeden Tag auf Twitch. Link in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. Also ich freue mich immer drauf. Ich versuche auch immer pünktlich um 18 Uhr da zu sein. Meist bin ich immer ein paar Minuten früher da. Ihr wisst, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu früh kommt, den bestrafen die Frauen. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber wenn man dieser Einstellung reingeht, hier, ja, ich wollte eigentlich gar nicht streamen, habe ich gedacht, mache ich es noch schnell. Hol mir noch ein paar Barren ab, ne? Schwierig, Freunde, schwierig. Also mit so einer Einstellung brauchst du nicht, das ist ja so eine Arbeit, er sagt ja selber, dass es seine Arbeit ist. Mit so einer Einstellung brauchst du nicht auf die Arbeit zu gehen, ne? Wenn der Boss ankommt und fragt, hör mal Arni, warum hast du ein langes Gesicht? Dann habe ich mir gedacht, habe ich ihm gesagt, ich hatte eigentlich gar keinen, ich wollte heute gar nicht zur Arbeit, dachte ich, komm doch mal schnell, ne? Macht einen guten Eindruck. Auch wenn du so bei dem Kunden aufläufst, denn im Endeffekt sind diese Zuschauer von ihm, sind ja Kunden, ne? Dadurch bekommt er ja sein Geld. Und wenn du da beim Kunden aufläufst, sagen wir, du bist irgendwie jemand, der im, was nennt man das, Außendienst, nee, im Kundendienst tätig ist. Du kommst, um eine Waschmaschine zu reparieren, mit so einer Fresse, so. Und die Kunden denken sich, ey, alles okay bei dir? Und dann sagst du dem Kunden dann, ja, ich hatte gar keinen Bock zu kommen, aber da dachte ich mir, mach ich nur eben schnell. Da denkt der Kunde sich auch, Bruder, ne, Trinkgeld ist jetzt hier nicht der richtige Ort. Eigentlich hatte ich überlegt, ich war ja vorhin, ich habe fast den ganzen Tag an meinem Buch weitergeschrieben heute. Natürlich, Rainer. Ja, das ist das Problem, du hast den ganzen Tag nichts zu tun. Ne? Das ist eben, es ist sehr langweilig, Rainer schreibt dann einfach Bücher. Ja. Der Stream ist von 2018, mittlerweile haben wir 2024. Es ist 6 Jahre alt, es wurde noch kein Buch veröffentlicht, außer die Antwort auf die Träume und die wurde halt von die bösen Haters veröffentlicht. Ne? Und hier, ey, das Schlimmste war, glaube ich, dieses von der Space-Polizei. Ne? Wie hieß das Ding nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ah, das war wirklich wild. Also das war wirklich wild. Selten so einen Quatsch gehört. Und hatte ich überlegt, ob ich... Also wirklich ein ganz, ganz merkwürdiges, schlimmes Buch. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, ja, schaut euch nicht Joker 2 an. Ich war gestern Edzardler im Kino. Und ich bin nach knapp einer Stunde rausgegangen. Ich hatte die Faxen dicke. Ich hab gesagt, nee, Freunde, auf keinen Fall. Das Ding ist ein scheiß Musical. Es ist einfach ein Musical. Ja, und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also wirklich, ich gucke schon keine Disney-Filme mehr, weil da ständig und überall gesungen wird. Und in Joker 2, Leute, ohne Spaß, da ist einfach, ich habe keine Handlung bemerkt, ja. Kann sein, dass es eine gab, ich habe sie nicht gemerkt, weil ich zu angenervt war von dem ganzen Rumgesinge. Also das war so blöd. Nee, ich bin aus dem Kino raus, dieser Typ, also hier in Spaganien lässt sich immer einer rein und so weiter. Und dann fragt er, ey, wollen Sie gehen? Ich sage, ja, der Film ist scheiße, sag ich, eine Frechheit dafür Geld zu nehmen.
Und er sagte, ja, ich habe den Film auch gesehen, der ist echt nicht gut. Und ich habe dann wirklich einen Gutschein für eine mittlere Cola und ein mittleres Popcorn fürs nächste Mal bekommen. Na gut. Ich kann nicht streamen heute, aber pff, war mir jetzt egal. Ich denke, ja, so macht man das. Ne? So erzählt man den Leuten, dass man sich darauf freut, mit ihnen zu kommunizieren, mit denen was zu gucken, mit denen zu quatschen. Ja, ich wollte gar nicht, aber pff, ist mir egal. Ne? Weiß ich nicht, ob das die richtige Art ist. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich werde jetzt danach auch in meinem Booklet noch weiterschreiben. Ich will das nämlich dieses Jahr noch fertig kriegen. Ja, kleiner Funfact, 6 Jahre später ist es auch noch nicht fertig. Ich bin um 11 Uhr aufgestanden, hab mich... Gut, Rainer, da denken die meisten schon an Mittagspause. Aber hey, es ist deine Welt, wir leben nur darin. Ich dann hab dann gefrühstückt, ganz normal. Hatte auch überlegt, ob ich den Frühstücksstream mache, so gestern. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Frühstücken, um 11. Man kennt. Ja, man kennt. Junge. Ey, nee. Achso, falls ihr Lust habt auf Seven vs. Wild, ich denke, ich werde es mir auf Twitch mal anschauen. Ich bin von diesem Konzept noch überhaupt nicht überzeugt. Ich habe noch keine Folge gesehen. Also ich werde die blind gucken. Als der Fritz Meinecke dieses Konzept erklärt hat, alle werden an einem Punkt ausgesetzt, hat es mich halt irgendwie an Dschungelcamp erinnert und dachte ich mir, nee, brauche ich nicht. Aber jetzt hat mein bester Freund mir heute Morgen geschrieben, Ani, ich muss sagen, ich finde die Staffel super. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht gucken wir doch mal rein. Also wenn ihr Bock habt, Leute, kommt mal auf Twitch vorbei. Da könnt ihr euch das angucken. Und hab dann, das ist so geil, hab mich dann, hab dann ein bisschen Gronkh geschaut. Ja, da ist ein neues Let's Play. Ja, dabei guckt er gar keinen Gronkh, ne? Play Mist, hab ich mir auch überlegt, ob ich mir das vielleicht hole für ein Let's Play. Oh, wartet mal. Ich muss hier ganz kurz pausieren. So, da ist er wieder. Ja, ich habe Mist Survival, habe ich mir angeguckt. Ich glaube, es war beim... War es Giftspritzer oder war es Buexta oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Aber ihr könnt euch mal das Video anschauen. Drachenlord klaut bei Gronkh Mist Survival. Er macht halt alles 1:1 nach, was Gronkh macht. Gronkh macht es halt 2-3 Tage vorher. Und Rainer, wirklich ohne Spaß, er spielt 1:1 dieses Spiel nach. 1:1 spielt er dieses Let's Play von Gronkh nach. Die gehen den gleichen Weg. Also Rainer geht den gleichen Weg wie Gronkh. Er macht an manchen Stellen sogar die gleichen Sprüche. Wundert sich über die gleichen Sachen und so weiter. Wenn er da am Ende dieser, wo er da in diesem Let's Play an der Tankstelle ist und der Bär kommt und so weiter. Es ist schon fast fremdschämend. Es ist wirklich, also wie original da kopiert wurde. Fast 1:1, nur in nicht so gut, weil Gronkh halt sehr sympathisch ist und der kann auch ganz gut entertainen. Ich bin kein großer Gronkh-Gucker, hab aber auch mal reingeschaut, weil mir viele Leute gesagt haben, Ani, der ist eigentlich ganz cool. Und ja, auf jeden Fall, ne? Der macht gute Let's Plays, der macht auch gute Videos. Ich gucke immer, ab und zu gucke ich, immer ist übertrieben, aber ich schaue halt, wenn er sich zum Beispiel Yodarum anschaut, dann gucke ich mir das auch an. Erst nachdem ich dann drauf reacted habe, natürlich auf Yodarum. Also, der Gronkh macht schon ziemlich gute Let's Plays. Der ist, also du tauchst so mit ihm ein in so eine andere Welt, ne? Der Gronkh kann das jemanden in diese andere Welt mitnehmen. Und Rainer ist halt jemand, der das nicht so gut kann und der dann einfach nur stumpf irgendwas über das Spiel erzählt. Das Spiel leckt dann, also es ruckelt. Die Grafik ist auf Minimaleinstellungen bei ihm. Das meiste Wort, das du hörst in dem Let's Play, ist so. Nee, also überhaupt kein Vergleich. Überhaupt kein Vergleich. Und er versucht es wirklich 1:1 zu kopieren. Ich habe das nämlich letztens noch gesehen, da habe ich das auch in einem Video erwähnt. Und jetzt erzählt er hier gerade was vom Mist, dass er das bei Gronkh geschaut hat. Und später wird er behaupten, er hat das gar nicht bei Gronkh geguckt. Ja? Er hat das erst selber gespielt. Und hier erzählt er gerade, ich habe es bei Gronkh gesehen und jetzt überlege ich es mir selber zu kaufen. Das heißt, er hat dann zu diesem anderen Zeitpunkt ein bisschen Lülü gemacht. Für Halloween wäre es jetzt auch geil gewesen, aber das haben wir jetzt doch nicht gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt, so nach einem Part oder was, nach dem Frühstück.
Hast du denn beim Frühstücken und Kronkucken gelegen oder hast du gestanden? Das habe ich ja während dem Frühstück geschaut. Und habe mich hingesetzt und habe den ganzen Tag an meinem Buch geschrieben. Und ich möchte es auch, wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen fertig kriegen. Ja, ich habe mir zwischenzeitlich mal ein Erdbeereis gemacht. Das ist richtig gut geworden. Naja gut, man kann bei Eis machen, du kannst halt nicht viel falsch machen, ne? Eis kannst du sogar im Mixer machen und du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Und ein Walnusseis ist jetzt in der... Trotzdem glaube ich, er hat das bestellt. Falls er es denn hat. Gefiltert. Jetzt habe ich vorhin irgendwas gegessen, aber mir ist fast schlecht geworden, weil es fast zu viel war. Also ich habe fast zu viel gegessen. Dabei isst er eigentlich kaum, ne? Also er isst ja wirklich sehr selten. Also immer, wenn man ihn fragt, Rainer, was hast du heute gegessen, überlegt er erst 5 Sekunden. Eigentlich gar nichts. Na klar. Habe nämlich jetzt vor kurzem auch erst eine Pizza gegessen. Und kurz drauf. Rainer, du hast gefrühstückt und Walnusseis gegessen und eine Pizza gegessen. Stabiles Frühstück. Ich habe das Nachtisch jetzt Eis. Aber es war so viel. Ich muss ein bisschen was gegessen dann und jetzt sind wir fast schon schlecht. Also er hat so viel gegessen, dass ihm schlecht wurde. Satz danach, er hat nur ein bisschen was gegessen. Mhm, okay. Geile Sache mit dem Buch, wie viele Seiten? Seiten, Rainer, Seiten, nicht Seiten. Wird es haben. Wie viele Seiten es haben wird, weiß ich nicht. Das ist ja ursprünglich, also das Buch heißt jetzt anders. Das ist jetzt bloß ein Arbeitstitel. Ist aber ein komischer Titel, jetzt anders. Na gut. Titel. Hey, er ist der Schriftsteller, nicht ich, ne? Ich habe da keine Ahnung von. Also das Buch hat ja ursprünglich Die Antwort auf die Träume geheißen. Auch das war nur ein Arbeitstitel. Rainer, das Ding ist schon lange veröffentlicht gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja? Konnte man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon auf Amazon kaufen. Irgendwie so war das. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, weil mich diese Büchergeschichten nie wirklich interessiert haben von ihm. Das ist das, was die Hater dann veröffentlicht haben. Und verkauft. Der muss ja vorstellen, ne, dass auch die Haters Geld und mehr Geld mit seinen Büchern verdient hat als er. Ja, also da wurde Geld verdient, bei Rainer war es halt 0,0. Bei den Haters war es mehr. Ich weiß nicht wie viel, aber es war mehr. Und das Buch jetzt heißt, das bringt euch aber auch nichts, weil es auch bloß ein Arbeitstitel ist, Auf Wegen des Lebens. Ist aber auch, wie gesagt, nur ein Arbeitstitel und ich habe das Buch jetzt gestern angefangen zu schreiben, vorgestern habe ich angefangen. Rainer hat es vorgestern angefangen und er will dann noch dieses Jahr fertig werden. Wir haben hier 10.10. Puh, Rainer, schwierig, sage ich dir. Also selbst, ich lese sehr, sehr gerne Simon Beckett, ja, als Beispiel. Ich glaube nicht, dass der ein Buch in 2 Monaten schreibt. Angefangen, es nochmal neu zu schreiben, wirklich mit Prolog angefangen. Prolog hat eine Seite. Bis auf das Kapitel 4 und 7, nee, bis auf das Kapitel 4 und 6 hat jedes Kapitel 5 Seiten, DIN A4 Größe, 5 Seiten, bis auf, wie gesagt, 4. Rainer. Müssen wir jetzt gerade Rainer und Zahlen abkürzen? Also, was du jetzt hier gerade versuchst zu erklären, da steigt doch niemand durch. Ich habe nur Prolog verstanden und ich kann euch sagen, im Prolog werden wahrscheinlich öfter irgendwelche. Wie drücke ich das aus? Teile des menschlichen Körpers erwähnt, die normalerweise bedeckt sind, als in den letzten 10 Büchern, die ich gelesen habe, zusammen. Ja, so ist es gut erklärt. 4 und 6, die beiden haben nämlich nur 4 Seiten. Und insgesamt bin ich auf 39 Seiten jetzt schon. Und wer die Antwort auf die Träume gelesen hat, der weiß, dass es sehr derb war. Wobei natürlich nicht alles, was die geschrieben haben, von mir war, sondern die haben das... Doch, Rainer, das war alles von dir. Es wurden halt Rechtschreibfehler korrigiert. Das hat nur genommen und haben dann noch irgendwas drüber gekaut noch, dass ich halt das Idiot dastehe, aber das Buch... Nein, das hast du mit dem Buch halt selber geschafft, ne? Du hast dieses Buch geschrieben, es wurde so 1:1 übernommen, die Rechtschreibfehler wurden rausgenommen und das war's. Ne? Es wurden Rechtschreibfehler korrigiert, da wurde nichts hinzugefügt, das ist einfach gelogen. Wenn ich es wirklich fertig habe und wenn es dann wirklich den originalen Titel hat... Kleiner Funfact, er hat diesem Buch 8-mal seinen eigenen Namen falsch geschrieben. Ich sag's ja nun mal so. Als kleiner Funfact für zwischendurch. Kann man die Antwort auf die Träume nur noch ahnen in dem Buch? Anhand von den Charakteren und so weiter. Ja, es ist halt nur was für Erwachsene, das Buch. Wie alle seine Bücher.
Es müssen aber, es dürfen keine cleveren Erwachsenen sein. Oder Erwachsene, die schon mal eine Beziehung hatten. Ja, für die ist das auch nichts. Oder für Erwachsene, die jemals eine haben wollen. Auch für die ist es nichts. Also es hat nichts für Kinder. Aber es wird halt, wie gesagt, auch sehr, also es wird sehr detailliert beschrieben und alles, es wird sehr detailliert gemacht, aber es gibt sehr viel Geschichte und sehr viel Story dazwischen. Rainer stieg ins Auto. Eine fremde Frau stieg dazu. Und Abfahrt. Und da geht's los. Die Geschichte dabei ist, Rainer steigt ins Auto. Okay. Harte Story. Also es geht nicht nur um das eine, sondern es geht auch sehr viel um die Geschichte dahinter. Du konzentrierst dich auf zu viele Sachen gleichzeitig. Du könntest nur, was, das können nur Frauen. Und das hat mit Frauen nichts zu tun, das ist mein ADHS. Was, ADHS? Nein, ADS. Jetzt habe ich zum Beispiel... Ja, ist blöd, wenn man sich seine selbstdiagnostizierten Krankheiten nicht mal merken kann, ne? Denn dieses ADS ist von Rainer selbst diagnostiziert. Er hat das nicht von einem Arzt bescheinigt bekommen. Auch in dieser Untersuchung, die er vom Gericht aus bekommen hat, dieser ja, Intelligenztest, kannst du es, ja. Auch dort wurde nicht festgehalten, dass ADS oder so vorliegt oder Legasthenie. Es war einfach eine Intelligenzminderung oder ist einfach eine Intelligenzminderung. Das ist das, was das Gericht gesagt hat. Ich habe gerade den Versuch, den Schriftzug zu lesen, während ich rede. ADAS. Erstens mal, ADAS gibt es, also es gibt ADS und ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit. Hyperaktivitätssyndrom ist ADHS. Ich habe aber nur ADS. Das heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das bedeutet... Wie viel Syndrom er damals noch hatte? Das ist ja wild. Dass ich... Boah, ich denke jetzt an irgendwas und rede mit euch über irgendwas und auf einmal kommt das ein Schmetterling und ich so... Boah, Schmetterling. Ja, Rainer. Bei dir haben ja Fliegen gereicht. Fliegen haben gereicht. Mein Gedanke weg. So funktioniert ADS. Ich spiele. Nee, Rainer, so funktioniert jedes normale Männerhirn. Ja? Also ich kann mich auch mit irgendeinem über irgendwas unterhalten, auf einmal sehe ich ein Bier und habe alles vergessen. Ha! Die Spiele, auf die ich Lust habe, wie gesagt, und wenn du die nicht magst, dann tut mir das echt leid, aber dann hast du den falschen Kanal erwischt. Ja, das. Das sind Let's Player, ne? Let's Player. Gerade die Guten, die Großen spielen nicht die neuesten Spiele, um den Leuten dann die Spiele näher zu bringen, bekommen dadurch auch Sponsorenverträge, bekommen vielleicht sogar Spiele ein bisschen früher zugeschickt. Darauf hoffe ich bei mir bei Gothic ein bisschen. Ich habe mal THQ Nordic in Spanien angeschrieben, habe noch keine Antwort bekommen, war aber auch erst gestern Abend, ob ich vielleicht eine Version bekomme und die dann ein, zwei Tage vorher schon irgendwie im Stream spielen darf. Werde sehen, ob ich eine Antwort bekomme. Ja, so machen das natürlich keine Let's Player. Die spielen einfach, was denen gefällt. Naja, gut. Wird dann den Leuten nicht passen und dann hast du halt keine Zuschauer. Dann kannst du auch für dich alleine spielen. Ich bin immer froh, wenn mir Leute im Stream oder mal in die Kommentare schreiben, ja, Ani, zock doch mal auf Twitch das und das. Oder nimm doch mal das und das Game durch. Habe ich voll Bock drauf. Dann schaue ich es mir an und ja. Dann kann man es gerne mal ausprobieren. Was? Ja, das sind aber alles Kinderspiele. Ja, das liegt daran, dass Rainer nun mal Nintendo-Typ ist. Ne? Und nicht böse gemeint für alle Nintendo-Fans, Nintendo-Spiele sind großartig, aber eher auf die jüngeren Gamer ausgelegt. Ne? Es ist halt ein Unterschied, ob du ein Zelda das 15. Mal durchspielst oder was weiß ich, ein Call of Duty, ein neues oder so. Es ist halt... Auf dem Nintendo, auf der Switch und so weiter, ist halt nun mal was für die jüngere Gamerschaft. Ach, Rainer. Es wird widersprochen. Bin ich mir ziemlich sicher. Es wird schon mal klugscheißerisch geräuspert. Wird geräuspert und jetzt wird erklärt. Das ist deine persönliche Meinung, das ist in Ordnung, aber tu mir bitte den Gefallen und hör auf, mich zu beleidigen. Das hat er gar nicht getan. Er hat nur gesagt, dass das meist Kinderspiele sind. Und das ist seine persönliche Meinung, die hast du ihm gerade noch erlaubt. Ja, wir wissen, Meinungsfreiheit ist keine Einbahnstraße. Außer auf YouTube anscheinend. Ne? Ich grüße gehen raus ans YouTube-Support-Team, ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, dann lass ihm die doch. Er hat dich doch gar nicht beleidigt. Also, verstehe ich nicht. Kannst gerne mal einen 5-Jährigen vor Zelda Breath of the Wild hinsetzen. Ja, kann man machen, Rainer. Das kann man machen. Das können auch 5-Jährige spielen. Na klar, die haben Spaß mit dem Spiel. Vielleicht raffen sie die Story und so weiter noch nicht ganz, okay. Aber die werden auch ihren Spaß mit dem Spiel haben, ja. Entweder er scheißt sich in die Hose oder er hat keine Ahnung, wie die Rätsel funktionieren. Also tu mir bitte den Gefallen. Wie war das denn bei dir in deinem ersten Durchlauf, Rainer? Du hast dir gleich die Komplettlösung zu dem Spiel mit dazu bestellt. Also... Fallen und lass den Blödsinn. Klar, so 10-, 15-Jährige zocken das auch. Aber ja, Rainer, und das sind auch Kinder. Aber ich finde das trotzdem lächerlich. Und wie gesagt... Ein 5-Jähriger wäre eher ein Kleinkind, ne? Also Kinder, ja... Sagen wir ein 12-Jähriger, ja Rainer, die spielen Breath of the Wild durch, ohne Probleme. Wahrscheinlich schneller als Leute in meinem Alter, ja. Also ja, das sind schon Spiele, die für das jüngere Publikum ausgelegt sind, ja. Ich verstehe nicht, warum du das jetzt als Beleidigung empfindest. Wenn du mich jetzt beleidigen möchtest damit, dann hast du bitte wirklich die falsche Adresse erwischt, weil dann habe ich kein Problem, dich da auch zu blocken. Du sagst nicht... Er sagt selber, ey, das ist deine Meinung, das ist in Ordnung, aber ich werde dich jetzt gleich blocken. So. Hä? Du sollst freundlich sein und du beleidigst mich, das finde ich echt nicht geil. Nimm die Hand vor den Mund, sonst beleidigst du mich. Oh girl, just wanna have fun. Oh girl, just wanna have fun. And girls. Warum? Herr, warum? Und mit Herr meine ich Rennern hochladen. Das ist auch etwas, ne? Das ist das, womit Rainer seine eigene Community versucht zu provozieren. Dieses Pfeifen im Stream. Also wenn du nicht ein wirklich 100-Pro-Studio-Mikrofon hast, mit hier Schalldämmung und so weiter an den Wänden und auch sehr gut pfeifen kannst, so Roger Whittaker-mäßig, ne, ist Pfeifen doch sehr nervig. Und dann schreiben Leute in den Chat, Rainer, bitte nicht pfeifen. Und dann nimmt er sich das Mikro vors Gesicht und macht es mit Absicht laut. Ja, das ist... Ja, und dafür möchte er gerne Geld haben. Das ist sein täglich Brot, das ist seine Arbeit. Wunderschön. Also, Wahnsinn. Unglaublich. Also, ich bin, also, hin und weg. Junge, wie kann man so darauf hängen bleiben? Jetzt mal ohne Spaß. Dingbild, ich liebe es. Oh mein Gott, rein. Ich habe übrigens auch mal in Naruto geguckt, habe sogar einen Lieblingscharakter aus der Serie, und zwar Gaara der Wüste. Den finde ich cool. Also später so, wenn er gegen diesen einen Knochendulli kämpft da und den anderen Karate-Dulli rettet. Ich fand es schon, also im Englisch hat er auch eine sehr coole Stimme. Im Deutsch, also ich habe es nie auf Deutsch geschaut, nur auf Englisch. Wachst du? Mach doch bitte endlich auf. Ich soll auf. Ja, Rainer, wach auf. Ach, er hat den schwarzen Nagellack noch drauf. Kennt ihr den 1900er? Ist so geil, der Typ, Alter. Ich soll aufwachen. Du hast abonniert, Alter. Mach doch du lieber auf. Warum abonnieren? Da hat Rainer recht, ne? Da hat er recht. Nicht abonnieren beim Rainer. Du gibst mir 5 Euro oder 5 Dollar oder was auch immer. Kommst zu mir, abonnierst bei mir und geh und musst dann hier einfach jeden auf den Zeiger gehen. Wieso soll ich. Kurz beim Duden anrufen und sagen, dass jeden Rainer ist. Ich aufwachen, ich verdiene an dir Kohle und du beleidigst mich. Also ernsthaft mal. Alle sind lächerlich außer Rainer. Nein, nicht alle sind lächerlich, du bist lächerlich. Ist mir egal, was andere sagen. So schaust aus. So schaust aus. Rainer, jetzt beleidigst du ihn gerade, ne? Merkst du denn, dass du dich gerade selber lächerlich machst? Maxst? Rainer, merkst... Ach, ist egal. Du merkst nicht, dass du dich gerade selber lächerlich machst. Kann das sein, Alter? Du kommst hierher, du meinst hier einfach jedem auf die Nerven gehen zu können.
jedem, also Rainer. Du meinst hier einfach nur auf die Kacke hauen zu müssen? Hast nicht mal eine Chance gegen meinen nicht vorhandenen IQ? Hey, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, oder? Weil du dich nicht einmal richtig rechtfertigen kannst. Ich sag, schau es dir nicht an, wenn es dir nicht gefällt. Dann heißt ja, du machst damit kein Geld. Habe ich auch nie behauptet. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein Gaming-Kanal. Ich mache damit auch Spaß und so weiter. Ja, also es war mal alles. Dieser Kanal war mal alles. Der war ein Gaming-Kanal, dann war es ein Metal-Kanal, dann war es ein reiner Musik-Kanal. Reiner, mit AI, ganz wichtig. Dann war es ein Satire-Kanal, ein Comedy-Kanal und so weiter und so weiter und so weiter. Das war mal alles. Das hier ist ein Satire-Kanal, liebes YouTube-Support-Team. Ich mache hier Satire. Kleiner Fun-Fact. Dann kommst du mit was anderem daher und mit wieder was anderem und wieder was anderem und dann ist es total lächerlich. Jeder lacht gerade über dich, der nicht... Nein, Rainer. Du bist Matt und das ist das, was er wollte und jetzt sitzt er vorm Rechner und lacht. Hä? Merkst du das denn nicht? Selber so ein Kasper ist. Meine Hand liegt ganz normal auf meinem Bein und ich mache einen Scheißdreck. Darf ich dir eine Frage stellen, ohne dass es böse... dass du böse bist? Stell. Wirst du dann schon merken, ob ich dann böse bin oder nicht? Das kann ich dir vorher nicht sagen, wenn ich die Frage nicht kenne. Was bist du für ein Offensiv... Was? Nee. Was? Nee. Nee, was? Was? Nee. Was bist du so offensiv? Er hat dir nichts getan. Ja, doch, ich hab... Merkst du was, Rainer? Selbst die anderen... Also die anderen, wo du gesagt hast, jeder ist genervt. Die anderen verteidigen den da. Und fragen dich, warum du so offensiv bist. Das ist... Ja. Mach dir mal Gedanken. Ich hab ihm was getan. Ich streame weiter, ich verdiene Geld damit. Ich mach mal... Ja, mach das doch. Mach das doch. Ist schlecht gealtert. Du wirst anderer Meinung. Mein Zeug, ich mach mein Ding. Ich mache das, wozu er nicht den Mut hat, es selber zu machen, bei sich in seinem Leben. Genau das habe ich ihm getan. Und woher weißt du, dass er nicht den Mut hat? Sind wir ganzen anderen hier, ob das jetzt ein Henk, ein Ofi, ein Mimon, ein Ani, ein Klonter, sind wir jetzt alle mutig? Weil wir machen das ja auch. Ne? Wir streamen ja auch. Machen auch Videos. Ne? Sind wir jetzt mutig? Und genau das habe ich vielen Hatern getan. Wie geht's Schanzi und Fauchi? Fauchi? Genau, Fauchi der Furchtlose. Fauchi der Furchtlose. Fauchi. Wo ist der eigentlich? Es sind Zuschauergeschenke gewesen. Die hat ihm jemand gehäkelt. Er hat sie verloren. In seinem Haus. Er hat übrigens auch mal in seinem Haus seinen Toaster verloren. Ja, kein Witz. Der müsste drüben im Schlafzimmer sein. Den habe ich. Natürlich, müsste irgendwo sein. Oben auf dem Schrank einen Platz gegeben, glaube ich. Und Schanzi und seine Freundin. Und Schanzi und seine Freundin, die sitzen hier immer auf dem Fensterbrett, die beschützen mich immer. Vor wem? Vor wem beschützen die dich? Vor wem beschützen dich kleine Plüschtiere, Rainer? Junge. Gut, dass Nintendo nichts für Erwachsene ist. Du kannst kaum lesen. Was willst du mir erzählen? Ich will dir erzählen, dass ich ein ganzes Buch schreiben kann. Ja, du, der eine sagt so, der andere so. Also ich würde sagen nein, aber natürlich kann jeder irgendwie ein ganzes Buch schreiben. Es gibt doch diese Theorie, wenn man einen Affen lange genug an der Schreibmaschine setzt, also unendlich lange, wird er irgendwann aus Zufall jedes Buch geschrieben haben, das es gibt und geben wird. Ne? Es gibt ja, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Theorie oder wie dieses Experiment heißt. Falls es einer von euch weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Also im Endeffekt kann ja jeder ein Buch schreiben. Ne? Und mehr Mut dazu hab, irgendwie das zu sagen oder zu machen oder zu lassen, was ich will. Lesen und schreiben hält mich der... Sag jetzt bitte nicht, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bitte. ...von nicht ab, mein Leben zu führen oder das zu tun, worauf ich Lust habe. Ob es mit Lesen oder Schreiben zu tun hat oder irgendwas. Ihr müsst euch vorstellen, der sitzt dabei da und schaut in die Kamera und erklärt, dass Lesen und Schreiben ihn nicht daran hindern, sein Leben zu leben. Er mit verschränkten Armen, er kommt sich auch dabei vor, er ist schon was, und guckt dabei in eine Kamera.
Bruder. Das ist das ganz andere. Komm doch endlich mal klar auf dein Leben. Hab mal selber den Mut, das zu machen, wozu du zu feige bist. Und hör auf, anderen die Schuld zu geben. Woher willst du denn wissen, für was er zu feige ist? Hä? Die, die mutig genug sind, ihr Leben zu leben. Und jetzt tu mal... Wir leben alle unser Leben. Sind wir jetzt alle mutig? Hä? Nicht allen einen Gefallen und hör auf, dich jetzt so lächerlich aufzuführen. Du machst... Warum allen, Rainer? Der Chat hat dich gerade noch verteidigt. Warum allen? Lächerlich und bist ja auch für alle gerade ein Nervenbündel, Alter. Nein, der Chat hat ihn gerade verteidigt, Rainer. Gefragt, warum du so offensiv bist. Also du nervst damit alle, meine ich damit. Du beleidigst mich. Ich beleidige dich. Du kommst. Ja, du hast ihn gerade des Öfteren beleidigt. Was ich nicht gut finde. Du kommst hier rein und beleidigst mich, meinen Kanal, meine Zuschauer. Er hat deine Zuschauer nicht beleidigt. Er hat auch dich nicht beleidigt. Er hat nur gesagt, dass Nintendo eher eine Konsole für Jüngere ist. Und damit hat er absolut recht. Ich spiele auch gerne Nintendo. Ne? Ich habe auch eine Switch. Klar, warum nicht? Die Zelda-Spiele sind großartig. Mario-Spiele sind großartig. Zocke ich alles gern. Also, wenn ich dich lächerlich nenne, dann beleidige ich dich nicht. Dann sage ich die Tatsache. Rainer, das ist wieder eine Beleidigung übrigens, ne? Das ist jetzt wieder eine Beleidigung gerade, für den Fall, dass du es nicht merkst. Tatsache, was hier abgeht. Und ich beleidige deine Tatsachen, die du hier tust. Ernsthaft? Ja, als ob du ADS oder ADHS hättest. Ich habe kein ADHS, ich habe ADS. Nein, Rainer, du hast keins von beiden. Du hast dir Sachen selbst diagnostiziert. Niemals hat das ein Arzt getan. Und solange der das nicht tut, oder ein Psychologe, keine Ahnung, wer dafür da ist. Rainer, hast du es auch nicht für mich. Ist einfach so. Und dass ich ADS habe, das sollte man bei mir eigentlich wirklich merken. Eine Donutmaschine wäre noch ein Hammer. Ich mag aber keine Donuts. Also, Rainer! Warum? Wie oft haben wir den schon Donuts essen sehen? Junge! Ich esse schon mal Donuts, aber sehr selten. Also ja, er mag keine Donuts, also er isst schon mal Donuts, aber er mag keine Donuts. Es ist wie mit Burgern und Pizza und Döner. Er mag nichts, ne? Er mag gar nichts. Vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ich habe auch schon ein paar Jahre lang gar keine gegessen. Und ich habe auch, ich glaube, erst vor 5 Jahren oder 6, Quatsch, vor 10 Jahren oder was, habe ich das erste Mal Donut gegessen. Und seitdem auch bloß 1 oder 2 Mal. Also schmeckt. Natürlich. Natürlich. Dieses Feuerwerk hier kannst du dir echt, da hebt der Helikopter gleich ab. Mir eigentlich gar nicht so. Das ist mir zu. Magst du dich lächerlich anhören, wenn ich. Ja, wenn du jetzt sagst, dass es zu fettig ist, dann hört sich's lächerlich an, ja. Das ist jetzt Sache, aber es ist mir tatsächlich zu fettig. Rainer, du sagst, wenn du Abendessen machst, ich mache jetzt die Fritteuse an, dann gibt es oftmals Pommes mit Kroketten. Ja? Beides aus der Fritteuse. Vielleicht noch ein Cordon Bleu dazu, schön vollgesaugt. Erinnert euch an das falsche Schnitzel und so weiter. Ja? Ach, come on, ey, das ist. Nee. Ich mag auch keine Brownies, sind mir auch zu fettig. Wobei ich mag auch keine Schokolade, deswegen mag ich auch keine Brownies. Natürlich magst du keine Schokolade. Ich könnte hier 15 Videoclips aneinander schneiden, in denen er Schokolade isst. Brownies! Arsch mit dem Arschkratzen! Mann, Mann, Mann. Das ist Content, Freunde. Das war der Oberschenkel. Also keine Arsch. Ja, natürlich. Deswegen hast du dich hierfür noch... Ach, ist egal. Sondern Oberschenkel. Magst du Muffins? Nein, die sind zu fettig. Jetzt muss er wirklich drüber nachdenken. Entweder weiß er nicht, was Muffins sind, oder er muss sich jetzt irgendwas einfallen lassen. Erzähle ich jetzt, dass ich es mag? Habe ich das schon mal vor der Kamera gegessen? Kann ich erzählen, dass ich es nicht mag? Wenn sie gesund gemacht sind, ja. Gesund. Rainer. Wenn sie gesund gemacht sind, okay. Alter. Es gibt auch gesündere Muffins, wegen so mit Karottenstückchen und sowas. Ja, aber das ist nicht gesund, da ist immer noch ein Kuchen rundrum. Ja, es wäre gesund, wenn du nur die Karotte isst. Wenn du den Muffin dabei weglassen würdest. Ob da jetzt Karotte oder Schokostücke drin sind, das macht nicht mehr viel aus. Das ist ja auch gerne.
Aber du magst. Übrigens, bester Muffin, Blaubeeren. Nutella. Ja, weißt du. Ja, das kommt, das ändert sich des Öfteren mal, ne? Wenn man sagt, ey Rainer, hast du Nutella drauf? Ich mag keinen Nutella. Nächsten Tag, Rainer, 2 cm Schicht Nutella auf dem Brot. Wie oft ich im Jahr Nutella esse? Einmal, vielleicht zweimal, wenn es hochkommt. Warum, wenn du es nicht magst? Ich mag zum Beispiel kein Bounty. Ja, habe ich das erste Mal probiert, da war ich irgendwie 8 oder so. Wisst ihr, seit wann ich das dann die letzten Jahre gegessen habe? 0. Weil ich es nicht mag. Ich mag keine Kokosnuss. So, warum sollte ich in den letzten Jahren oder warum sollte ich überhaupt mal wieder Kokosnuss gegessen haben? Ich mag es ja nicht. So ein Quatsch. Ach, wahr. Und Nutella ist jetzt nicht sowas wie, was weiß ich, wie Blumenkohl oder so. Dass mal irgendwo beim Essen mit beiliegt, dass man sich trotzdem reinrendert. So, wenn genug Soße dabei ist, ne? Genug Bratensoße. Es ist jetzt nicht so, dass, was weiß ich, Brownies oder Nutella irgendwo beiliegt. Und man es einfach mit isst. Junge, dieses Quatschgerede. Ist wieder Barrenkrieg, ja? Das ging aber nicht schon immer, oder? Alter Falter! Oh, oh, oh! Alter Falter! Dankeschön, Hammer. Ey, man kann den Low-Level-Chat selber anmachen mittlerweile. Ey, ohne Scheiß, geil. Das wurde ja auch mal langsam Zeit, dass man es im Browser selber anstellen kann. Was? Ja, konnte man vorher schon. Rainer wusste es noch nicht. Ne? Es war Rainers Hauptberuf. Rainer hat trotzdem keine Ahnung davon, wie es funktioniert. What the fuck? Das geht mittlerweile. Ist ja geil. Unbesiegt. Vielen lieben Dank. Grazie. Dankeschön, Hammer. Vielen lieben Dank. Hammer, Dankeschön. Dankeschön. Hallo Drache, wo ist... Wie happy er gerade ist. Schanzi steht auf dem Balkon, wollte ich gerade sagen. Hast du einen Traum... Hast du einen Traum, Drache? Ja, und er meinte damit Fensterbank. Ja. Ich habe ein Traumauto, ja. Mit Dodge Cobra. Kleiner Fun Fact, es gibt keine Dodge Cobra. Es gibt eine Dodge Viper. Es gibt keine Dodge Cobra. Gibt es nicht. Dieses Auto gibt es nicht. Ist aber Rainers Lieblingsauto. Dabei hat er gar kein Lieblings. Um das einmal endlich klarzustellen, ja, die Cobra ist von der Dodge, allerdings ist es eine Zusammenarbeit mit Shelby. Dann ist es trotzdem keine Cobra. Nein. 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 Ich weiß nicht mal, ob Shelby mit Dodge zusammengearbeitet hat. Shelby hat für Ford was gemacht, aber ich weiß nicht, ob der auch mit Dodge zusammen... Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gibt keine Dodge Cobra. Deswegen wird sie in erster Linie Shelby... Ups. Shelby Dodge genannt. Shelby Cobra genannt. Aber es ist eine Shelby Dodge Cobra, wenn man es genau nimmt. Mach Musik lauter. Das gefällt... Also, Blödsinn. Ne? Ist... Wenn du sowas zu mir sagst. Ja. Guckt euch das an. Ich mache mal kurz den Sound aus dabei, weil es... Guckt euch jetzt ohne Spaß, guckt euch das Gesicht dabei an jetzt, wie er das fühlt. So, ich hoffe, der Sound ist wieder auf Normallautstärke. Eines meiner absoluten... Nein, es ist nicht auf Normallautstärke, es ist super laut. Wie er sich jetzt gerade freut, weil er ein Lied lauter machen konnte. Junge. Lieblingsautos, was ich mir irgendwann mal holen will, ist ein Mitsubishi Evolution. Ja, Rainer, ist, ich glaube, Mitsubishi Evo 4 ist irgendwie eins der schnellsten Autos auf diesen Testrennstrecken. Ich weiß nicht, ob du reinpasst. Nicht böse gemeint, ne, aber... Der ist so ultra geil. Und den kann man so schön tunen. Der hat so schöne Tunings. Rainer, der Wagen ist schon bis zum Anschlag aufgetunt. Da musst du nichts mehr dran tunen. Ich liebe dieses Auto. Der hat so schöne Tunings da. Das ist richtig geil. Schöne... Er sieht auch nicht gut aus. Finde ich zumindest. So mein Geschmack. Er ist zwar halt irgendwie sauschnell, aber er sieht, finde ich, nicht gut aus.
Verbreiterung, geiles Spray drauf. Richtig, richtig Bombe. Kleinen Moment. Entschuldigung, hab ich gerade. Ja, hier ist schon wieder Winkler, ja. Angerufen. Ihr Verrückten, Alter. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ihr Verrückten, bitte keinen Warenkrieg! Ihr Wahnsinnigen. Machen sich ja voll raus, diese Verrückten. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Sau cool, ihr seid die Besten. Hammer, Dankeschön. Dankeschön. Übertreibt mal bitte nicht so, Leute. Ich kann heute echt. Leute, bitte, bitte nicht übertreiben, ne? Bitte, also, bitte kein Geld. Also, ich bin zwar hier, um Geld zu verdienen, aber bitte kein Geld, Freunde. Rainer, wenn du kein Geld haben willst, mach die Spenden aus. Easy. Nicht länger streamen, ich bin jetzt auch nach den. Doch, du könntest länger streamen. Du hast ja gerade gesagt, du hast nichts vor, außer in deinem Buch zu schreiben. Wenn du da Geld bekommst, kannst du auch länger streamen. Doch, doch. Noch ein Lied nach dem hier, dann bin ich auch erstmal weg. Hammer, übertreib's nicht so, du Wahnsinnige. Dankeschön. Wir Wahnsinnigen, auch nicht so viel. Junge. Ach, diese Juna-Staffel, ey, die vermisse ich echt nicht. Das ist. Wie er sich da über diese Pfennigbeträge freut, ne? Das ist. Nee. Wild. Ihr seid doch verrückt. Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja, Dankeschön. Man merkt, er meint's ernst. Entschuldigung. Na gut, wenigstens hat er diesmal halbwegs die Hand vor den Mund gehalten. Oh, geiles letztes Lied. So kann der Abend enden. Ja, Meatloaf, gutes Lied. Ja, doch, finde ich auch. Mag ich leider sehr gerne. Diese, ey, schaut euch mal, wenn ihr dieses Lied mögt, ne? Schaut euch mal die Version an Night of Proms auf YouTube. Meat Loaf, Anything for Love, Night of Proms. So eine gute Live-Version von dem Song. Also richtig gut. Geht irgendwie 9 Minuten und ein paar kaputte. Knapp 10 Minuten. Richtig stark. Ich hab's eben drauf. Vielen, vielen lieben. Rainer spielt ein Lied und sagt, er hat's da eben drauf. Rainer, wenn du dieses Lied jetzt selbst komponiert hättest oder selbst gesungen hättest, dann okay. Aber du spielst es doch nur ab. Dank. Dankeschön. Hammer, übertreib's doch nicht so, du Verrückter! Bruder. Zau da doch nochmal raus, ey. Aha, ist aber Wahnsinnige. Verrückt, dankeschön. Gaming, dankeschön. Adams Family. Adams Family? Ach Gott, das kennt noch jemand die Adams Family. Rainer, jeder kennt die Adams Family. Da, 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 da. Rainer, jeder kennt die Adams Family. Alter. Adams Family hat mir irgendwie nie gefallen. Ein paar Folgen. Mir leider auch nicht. Aber jeder kennt sie. Ich habe da ein bisschen was davon gesehen, ein paar wenige Sachen mir nie gefallen. Ich verkleide mich als Sensenmann und tschüss. Mache ich auch. Ich stelle mich vor mein Tor. Und jeder, der kommt, der es gibt das. Rein. Oh ja, er hat eine Sense, wirklich. Ja doch, die hat er mal benutzt, als er den Rasen da gesenzt hat. Junge. Irgendwie 4-5 Mal die Sense hin und her geschwungen und dann war das Video vorbei, weil er außer Atem war. Mein TS, der TS wurde ein für alle Mal gelöscht. Ja, ist aber noch in den, also zu der Zeit noch in den Vorteilen, die man bekommen hat, angeblich, wenn man sich da Ränge gekauft hat. Vielleicht gibt's irgendwann mal das. Ja, irgendwann heißt wahrscheinlich dann morgen. Wie oft er schon endgültig für immer Teamspeak gelöscht hat oder Discord oder so. Endgültig und für immer. Nie wieder wird's einen geben. 2 Tage später ist wieder einer da. Discord-Server, aber rechne in den nächsten Monaten oder nächsten. Naja, rechne beim nächsten Jahr nicht damit. So. So, Rainer, let's play. Da würde ich an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich jetzt. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend. Warum würdest du sagen, du würdest dich bedanken? Bedank dich doch einfach. Mach keinen Blödsinn. Und. Ah, Socke hochziehen. Und, ja. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache. Ciao. Ja, ciao, Rainer. Leute, das war's auch in diesem Video. Ist wieder keine Stunde geworden. Tja, Arnie lässt aber auch nach, ne? Freunde,
Vielen, vielen lieben Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Falls ja, vergesst den Daumen nicht. Lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Gerade Kommentare würden mir sehr helfen. Ja. Kommt auch gerne mal auf Twitch vorbei. Link in der Videobeschreibung zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr ein Follow lassen, kostet nichts. Und dann könnt ihr bei so einer Reaction mal live dabei sein, ne? Falls ihr Bock habt. Ihr Süßen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder halt im nächsten Livestream. Bis dahin, werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Und Metal Love.